So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS Level 28. Nice. So, wir sind immer noch dabei, unsere Fracht aufzudingstern, zu suchen. Ja, bin mal gespannt, ob wir auch finden. Aber noch habe ich nicht so den Durchblick. Ich glaube, wir steigen mal ganz kurz aus und gucken einfach mal zu Fuß. Oh, das sind ja Pferde! Holy motherfucking goal! Ah, meine Schwester wird das Spiel lieben. Na, ja, vielleicht kriege ich sie dazu doch überredet, ATS zu spielen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich wünschte immer noch, es würde hier so einen richtigen Laufmodus geben. Ach, da! Okay, von hinten, dann wäre es also doch von da vorne günstiger gewesen. Da können wir einfach zurücksetzen. Ich meine, so müsste es auch funktionieren. Ja, okay, gut. Dann schauen wir mal wieder in den LKW ein und dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Ich dachte, wir müssen da irgendwo bei dem anderen Auflieger hin. Aber stimmt, der Fall ist da hinten. Ja, okay. Na gut. Große Silos, by the way. So. Freie Bahn mit Marzipan. Mal gucken, ob ich da so hinkomme. Rückwärts einpackenderweise. Dort sieht gut aus. So, warte, bis der Stopp sich verzogen hat. Ja, wobei, nee, ich zieh ihn noch ein bisschen gerader. Ungefähr so. Und jetzt sachte. Dieser Staub, Alter. Ich fahre hier Schritttempo und wirbel hier Staub auf, als wenn ich mit, ich weiß nicht, 180 über die Autobahn heize. Über die Landautobahn. Ja, gerade genug. So. Dann wollen wir das Zeug mal aufladen. Ja, und dann gucken wir mal. Schon wieder 50.000 Euro eingenommen. Digga, was geht ab? So, und die reiten davon immer noch rum. Weil werden die irgendwann mal müde oder so? Reiten die jetzt den ganzen Tag rum oder was? So, wir fahren hier auch wieder links raus. So, stellen wir uns mal erstmal hier ein bisschen auf den Schotter. Dann gucken wir mal, wo wir eigentlich lang fahren. Wir müssen eigentlich hier komplett oben rum lang fahren, ne? Genau. Die Strecke gefällt mir schon mal sehr gut. Hier unten waren wir ja schon, ne? Macht zeitmäßig große Unterschied, wenn wir jetzt da lang fahren. So, wir haben 13,50. Oh ja, noch eine halbe Stunde länger, aber das finde ich geht sogar noch. Fahren wir dann lang? Achso, hier oben. Okay. Let's do this. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? Wir brauchen 14 Stunden. Wir haben 28. Das sollte problemlos machbar sein. Ja, okay, let's go. Getankt, geschlafen haben wir. Oh, coole, ich wollte gerade sagen Auflieger, Pferdekutschen. So, dann machen wir mal Musik an und genießen die Fahrt.
muss ich auch nicht so viel reden. Wie gesagt, mein Rachen ist entzündet. Von daher bin ich froh über jeden Satz, den ich nicht aussprechen muss. Wie viel haben wir eigentlich aktuell geladen? 20 Tonnen.
Das heißt, wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben, können wir dann erstmal einen LKW kaufen. Weil wir wollen mittlerweile haben wir wieder 200.000 Euro ein. Not bad. Wie er halt auf 40 runterbremst, der Junge. Was ist los mit dem? Ich habe ja übrigens vorhin, letztens, also vor ein paar Jahren, diesen Scanner Truck Driving Simulator gespielt. Im Rahmen von ETS. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch mal im Rahmen von ATS mal ein paar 18 Wheels of Steel Folgen machen soll. Also speziell 18 Wheels of Steel American Long Haul. Weil ich habe das letzte wieder so ein bisschen privat gespielt. Aber das ist halt so Nostalgie-Backflash. Ja, da können wir auch da direkt fahren. Dachte, die Geldphase ist kürzer. Aber gut. Was genau? Ein bisschen echt den Witz aus die Longhaul fahren, weil, ja wie gesagt, das ist halt so die Anfänge von SCS-Software. Gut, andererseits, 18 Wheels of Steel ist schon relativ quasi das letzte aus der Serie 18 Wheels of Steel. Da gibt es noch wesentlich ältere als American Longhaul. Aber die anderen Spiele, also die Anfangsspiele von 18 Wheels of Steel Serie, ja, die haben nicht wirklich viel Spielcontent. Gut, American Long Haul hat auch noch nicht so viel Spielcontent, einfach weil dieser ganze Wirtschaftsaspekt da noch nicht so zum Tragen kommt. Zumindest habe ich ihn damals nie bemerkt. Von daher, ja, weiß ich gar nicht. Oh, falsche Spur. Na gut. Dann müssen wir sagen, bleiben wir erstmal auf der Spur hier, ne? Von daher. Ja. Bin ich echt am Überlegen, ob wir das Spiel nicht doch spielen sollten. So, auch wieder so wie Skynet Factor Simulator, bloß ein paar Folgen. Weil, wie gesagt, viel Content, wo sich ein YouTube Let's Play für lohnen würde, gibt's dort nicht. So. Alleine spielen, klar, macht Spaß, keine Frage, aber als YouTube-Let's Play sind doch relativ schnell relativ langweilig. Von daher, ja. Müssen wir mal überlegen. Thank you.
Guck mal, das ist der Tag, der uns voll überholt hat. So sind die Auflieger. Natürlich nicht. Die NPCs, die stehen, standen schon die ganze Zeit da. So, die sind dort stehen gespawnt. Und der uns überholt hat, der fährt doch weiter auf der Straße. So. Also, ich habe noch nie gesehen, dass ein NPC auf einmal einfach so rechts reingefahren ist und sich irgendwo hingestellt hat. So wie der das zum Beispiel. Einfach so Parkarbeit. Ich meine, es wäre natürlich cool, wenn NPCs auch sowas machen. Ne? Weil ich meine, NPCs fahren auch bei der Tanke ran oder so. Also wirklich quasi auch auf Parkplätze rauffahren. Wobei, ich habe noch nie einen NPC rangieren gesehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen entweder sehr schwer zu programmieren sein, oder es dürfte sehr ugly aussehen, wenn dann auf einmal anfängt der Auflieger zu lenken oder sowas beim Rückwärtsfahren. Von daher ist das wahrscheinlich eher nicht möglich. Aber zumindest so Parkplätze, wo man rauffahren kann und dann auch wieder runterfahren kann, also wo man einfach quasi durchfahren kann. Ne, da, das sind einfach... Ich meine, sowas gibt es ja eigentlich schon, ne, so die Rastplätze. Die haben ja genau solche Parkplätze und da bleiben die LKWs ja auch stehen tatsächlich. Ja, stimmt, von daher. Na, okay, nevermind. Aber wie gesagt, so dass ich richtig irgendwo rückwärts rauffahrenderweise rangieren oder so. Ich glaube, das wird nicht so leicht machbar sein. Weil einen NPC beizubringen, einen Auflieger rein zu manövrieren, stelle ich mir schwierig vor. Ich meine, vielleicht ist es gar nicht so schwierig. Ich überlege gerade, wie könnte man sowas machen? Ich meine, eigentlich müsstest du ja, als wenn du jetzt aus Sicht eines Logarithmus rausgehst, müsstest du ja eigentlich nur als Fahrzeug den LKW, den Auflieger betrachten. Das heißt, der Auflieger möchte in die Parklücke und der Auflieger hat einfach eine bewegliche Hinterachse. Und das ist eine LKW. Das heißt, das sind einfach mehrere Klassen. Ne? Der Auflieger steuert den LKW und der LKW steuert dann wiederum, je nachdem wie er halt sich bewegen möchte, dann seine Vorderachse. Du musst das Ganze also quasi einfach nur andersrum aufziehen. Sollte also eigentlich machbar sein. State Lane. Eigentlich State Law. Hab irgendwie gerade Lane gelesen statt Law. Ich habe aber nur keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, in jeder Stadt gibt es State Law. Also, ne? Oder gilt die State Law. Von daher habe ich keine Ahnung, worauf sie mit dem Schild aufmerksam machen wollen. Achso, da unten steht noch was. Within Crosswalk. Okay. Also, hier, da wo die Leute drüber gehen, da gilt das Gesetz der Stadt oder von dem State, also United States, wie sagt man auf Deutsch? Bundesstaaten? Staaten? Irgendwie so. Aber überall anders nicht. Ganz wichtig. Nur da, wo die Menschen drüber gehen. Überall anders herrscht Anarchie. Weil die Dinger stehen voll im Weg, Alter. Kann man ja nicht ausschwenken hier. Junge, warum wartest du auf mich? Ich muss eh stehen bleiben. Ich hab ein Stoppschild hier bei mir. Verpiss da. Wow. Wo kommt dieses Schild her? Weil mein Auflieger war gerade voll am twerken. Oh, bleib mal stehen, Junge! Ich muss ja rangieren.
alles Neandertaler hier. I need my Nono Square. Schon wieder Stopp. Na gut, jetzt sind wir erschreckend wenig. Egal, wir fahren einfach mal, ne? Oh, voll lange Güterzug. Hat er nicht mal Güterzug? Nicht so wie in den meisten anderen Spielen, wo, weiß nicht, man spielt in Amerika, wo Züge normalerweise so 100 bis 200 Waggon haben. Und in den Spielen selber haben sie meistens nur so 3 bis 10 Waggon. Danke dafür. Realitismus. Oh mein Gott, Alter. Oh, schon wieder grün hier. Was der Scheiße. Da kann man sich als echter Truckerfahrer nicht mehr richtig regeln und strickeln. Wow, wieder mal bergab.
So. Gut. Dann soll das für diese Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder.